Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Elementverlegung und die Kundenzeichnung mit BIM eingehen. Im Prinzip, man sieht hier, ich habe mein Projekt getauft Element, also EL-001. Das ist mein Projektname. Und ich möchte jetzt im ersten Schritt hier einfach mal die Elementverlegung mit Faserzement belegen. Und in weiterer Hinsicht möchte ich hier eine Kundenzeichnung erzeugen. Das heißt, man sieht es hier auch schon, ich habe natürlich hier auch einen 3D-Raster. Diesen 3D-Raster kann ich in weiterer Hinsicht dann natürlich über die Kundenzeichnung, möchte ich hier einfach mal die Elementverlegung machen. Das heißt, ich wähle mir hier meine Skizze aus. Heike sagt mir, er hat hier 77 Teile, möchte hier in diesem Fall dann ein selbst definiertes, also eine Faserzementplatte hinterlegen. Jetzt wird mir die im Prinzip mit der Vorschau belegt, könnte hier dann noch zusätzlich, wenn ich das haben will, Teile wegnehmen. Das kann ich nachträglich dann natürlich auch noch. Und mit OK wird mir das im Prinzip diese Faserzementplatten eingebaut. Das heißt, man sieht hier, wo ich dann zum Beispiel zu viel hätte. Das heißt, die könnte ich hier natürlich auch im Nachhinein rauslöschen. So. Die lösche ich jetzt einfach mal raus. So, das heißt, ich hätte hier meine Elementfassade. Ich möchte in diesem Fall jetzt eine Gleichteilsuche haben, bewusst. Das heißt, ich lasse es jetzt positionieren und speichere das Ganze. Das heißt, jetzt werden mir meine Daten übertragen, die Artikelstämme werden generiert und ich möchte jetzt daraus eine Kundenzeichnung machen, sprich eine Ansichtszeichnung. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Button Kundenzeichnung. Ich wähle hier im Prinzip über eine Rasterkante aus. Das heißt, ich wähle mir hier eine Rasterkante aus. In diesem Fall möchte ich diese Ansicht haben. Definiere jetzt einfach, ich möchte keinen Rahmen haben, welchen Maßstab möchte ich haben. Ich sage jetzt einfach mal 1 zu 50. Welche Ansicht will ich haben? Mir reicht eine Voransicht. Und was ich jetzt haben will, ist die Beschriftung. Gebe dem Ganzen noch einen Namen. Das heißt, ich sage jetzt Ansicht Fassade Süd zum Beispiel. So. Und sage in dem Fall, dass es ein Ansichtsplan ist. So, mit OK wird mir diese Kundenzeichnung erzeugt. Das heißt, es wird mir im Prinzip in ein neues Dokument, sprich eine neue Szene geladen, wird mir eingetragen, es wird die Ansicht gemacht. Man sieht hier schon die Rasterbeschriftung. Die Ansichtspositionierung oder die Zeichnungsnummer wird generiert, die Name, die ich vergeben habe, die Dokumentenplan ist jetzt Ansichtsplan und mit OK bestätige ich das Ganze. So, jetzt schaue ich mir das Ganze mal im Helios an. Das heißt, im Helios ist mir hier diese Ansicht Süd erzeugt worden. Im Grunde genommen, die DXF, welche ich so eingestellt habe, ist jetzt noch leer und automatisch wurde auch meine PDF erzeugt. So, ich schaue mir jetzt das Ganze mal in der Ansicht an. So, jetzt fällt mir auf, die Unterkonstruktion, die ich schon vorher drinnen hatte, sehe ich. Das heißt, ich möchte hier eigentlich im Grunde genommen eine nicht Hidden Line gestrichelt, sondern Hidden Line und habt hier eine gleich ganz andere Ansicht. Ich könnte natürlich auch die Beschriftungen rausnehmen. Und jetzt möchte ich eine andere Möglichkeit zeigen. Das heißt, im Grunde genommen habe ich hier Faserzementplatten. Das heißt, ich könnte jetzt nach dem filtern. Warum mache ich das? Weil hier gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wo ich sagen kann, okay, das sind so individuelle Anpassungen, dass man sieht, was geht, dass ich hier eine Teilbeschriftung für Faserzementplatten haben will. Das ist eine Consulting-Lösung, aber man sieht, jetzt werden die Beschriftungen erzeugt und werden auch in die Mitte der ganzen Bleche geschrieben.
Dies hat mit Hellcat Standard nichts zu tun, das muss man bewusst dazu sagen. Das heißt, es ist eine individuelle Programmierung. Aber dass man einfach die unterschiedlichen Möglichkeiten sieht. Das heißt, man sieht hier, die Beschriftung ist jetzt da. Im Grunde genommen, wenn ich jetzt sage, speichere, wird mir die Datei natürlich gespeichert. Ich schaue mir das Ganze im Helios an. Das heißt, im Prinzip, was ist für mich wichtig? Die PDF. Das heißt, die PDF ist ja gerade erst am Erzeugen. So, man sieht es hier. Habe ich meine PDF, kann die jetzt zum Beispiel auch mal öffnen und sehe hier meine fertig erzeugte PDF mit den Ansichten, mit den Höhenquoten, mit den Rastermaßen, die immer über den 3D-Raster erzeugt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich muss nochmal dazu sagen, dies ist eine individuelle Programmierung und hat mit der Standardauslieferung von HiCard nichts zu tun.